Hier ist Wolfgang Katschner von der Lautenkompanie und es gibt ein neues Album. Lauter Musik von Antonio Vivaldi und nichts wird so gespielt, wie es auf dem Papier steht, sondern alles ist ein bisschen verfremdet, bearbeitet, es wird improvisiert. Vivaldi ist sozusagen für das Jahr 2022 aktualisiert worden. Ein Update heißt ja immer auch ein Überprüfen auf Aktualität. Ist mein System noch aktuell oder braucht es ein Update? Und beim Update kann man das überprüfen. Und ich muss ehrlich sagen, bei der Überprüfung von Vivaldi habe ich festgestellt, der ist noch unglaublich aktuell. Und der erträgt sehr vieles, wenn man ihn ernst nimmt. Vivaldis Musiksprache ist ja eine, die so fast jeder im Ohr hat, weil sie so wirksam, aber auch so einfach ist. Und damit entspricht sie in vielen Dingen den heutigen Techniken der Popmusik. Dann kommen moderne Effekte dazu. Das ist natürlich in unserem Fall das Saxophon und auch die Perkussion mit musikalischen Effekten, die einfach in die Jetztzeit gehören, die aber, weil eben Vivaldis Musik so effektiv und so einfach strukturiert ist, sehr gut diesen Vivaldi-Duktus bereichern und bevölkern können. Martin Ripper, der Blockflötist, Wieget, der Cellist und Performer und ich. Und wir haben gemeinsam die Auswahl getroffen. Da habe ich zum Teil einfach Motive, die zum Teil in der Basslinie vorkommen, weitergesponnen, habe silberne Streicherklänge zu ganz einfachen Blockflötenstücken dazu erfunden und die Blockflöte dann gleich mit einem Kontrabass ersetzt. Uns Musikern macht es einfach Spaß, Musik in die Gegenwart zu holen, sie zu aktualisieren, sie zu verändern und sie in ein anderes Licht zu stellen. Und man kann das immer in zwei Richtungen machen. Natürlich spielen wir Vivaldi auch ganz ordentlich, wie es auf dem Papier steht, und finden es gut. Aber gerade die Säulenheiligen wie Vivaldi, Bach oder Händel mal zu hinterfragen und sie auf eine andere Art zu interpretieren, holt sie mehr in die heutige Zeit und lässt sie auf eine reichere Art und Weise weiterleben. Und das eine kann neben dem anderen sehr gut parallel existieren. Insofern ist so ein Update einfach ein sehr, sehr großer Spaß.